Herzlich willkommen, liebe Tester-Community, zu einer neuen Folge der Agile Testbar. Wir sind heute hier der Markus und der Tim. Wir wollen über Architekturen für Testautomatisierung reden und haben dafür einen Gast eingeladen, nämlich Max Butsch. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, würde ich dich bitten, ganz kurz zu sagen, was du uns heute zum Thema Architekturen für Testautomatisierung erzählen willst. Genau, wir würden heute einmal über die allgemeinen zu berücksichtigen Themen einer Testautomatisierungsarchitektur reden, über generische Testarchitektur und auch darüber, wie sie im Detail einsetzbar ist in euren Projekten. Genau, bevor wir jetzt tiefer ins Thema reingehen, wäre es natürlich schön, Max, wenn du noch ein paar Worte zu dir sagen könntest, wer du bist, was du für Schwerpunkte hast. Ich bin im Bereich Testing unterwegs, längerfristig jetzt schon, gut 8 Jahre, und habe dort die meiste Zeit als Testautomatisierer und Testarchitekt verbracht, habe also somit auch schon eigene Testarchitektur-Frameworks aufgezogen und würde hier jetzt meine Erfahrung teilen wollen. Ja, vielen Dank. Warum lohnt es sich überhaupt, über das Thema Architekturen für Testautomatisierung zu reden? Testautomatisierungsframeworks oder Projekte sind im Endeffekt nichts anderes als auch ein Softwareprojekt. Das heißt, wir müssen auch bei Testautomatisierungsprojekten uns über die grundsätzliche Architektur Gedanken machen, damit das Projekt Erfolg haben kann. Es muss Dinge wie Wartbarkeit oder Wiederverwendbarkeit berücksichtigt werden. Was würdest du sagen, welche Aspekte die Testarchitektur beeinflusst? Sind unter anderem die eben genannten Themen Wiederverwendbarkeit, Wartbarkeit, aber es natürlich ist auch das Umfeld, in dem wir unsere Testautomatisierung aufsetzen, zu berücksichtigen. Außerdem kommen Themen dazu, wie zum Beispiel das Skill-Level verschiedener Mitarbeiter. Wie soll denn eine wiederverwendbare Testautomatisierung aussehen oder wie kann die aussehen? Es sind unterschiedliche Sachen dabei zu berücksichtigen. A, müssen wir natürlich die Testfälle von den einzelnen Elementen trennen. Das heißt, wir müssen hier eine wiederverwendbare Basis schaffen, die vielleicht auch nicht nur in einem Testprojekt angewandt werden kann, sondern konzern- oder firmenweit benutzt werden kann. Zudem sollten wir wiederverwendbare Funktionen schreiben, über die wir gängige Aktionen wieder aufrufen können. Und wir sollten auch an das Thema datengetriebene Tests denken und darüber, wo wir unsere Testdaten für das Testautomatisierungsframework herbekommen. Wenn man sich die Schnittstellen zwischen der Testautomatisierung und der Softwareentwicklung anschaut, würdest du sagen, dass es da eher sehr große Schnittmengen gibt oder ob dass das quasi zwei verschiedene Themenbereiche sind? Also ist es so, wir müssen natürlich darauf achten, dass wir technologisch in einem ähnlichen Umfeld unterwegs sind wie die Entwicklung. Es macht keinen Sinn, dass ein Testautomatisierungsframework in Java geschrieben wird, während die Anwendung vorne drin .NET läuft. Das heißt, das ist der erste Punkt, der zu berücksichtigen wäre. Es macht Sinn, um Synergien zu schaffen, dass die Testautomatisierungsarchitektur sich auch nach der Architektur der Software richtet. Zudem ist natürlich auch Themen wie Testdatenmanagement hat relativ viele Schnittstellen mit der Entwicklung. Das heißt, da sollte nach Möglichkeit die Testautomatisierung sich sehr stark nach der Entwicklung richten. Macht es Sinn, eine Testautomatisierungsarchitektur ohne Berücksichtigung des getesteten Systems aufzubauen? Nein, es sollte immer geguckt werden, was genau mein Testobjekt ist. Und anhand des Testobjekts sollte auch die Testarchitektur ausgerichtet werden. Habe ich zum Beispiel eine Login-Seite, in der verschiedene Konstellationen von Benutzern getestet wird, muss meine Testautomatisierungsarchitektur auch die Möglichkeit bieten, hier datengetrieben zu arbeiten. Wenn ich mir jetzt Testarchitekturen für größere Projekte anschaue, was würdest du sagen, wie abstrakt sollte da eine TAA sein? Es gibt ja von der ICQB eine Vorgabe, und zwar die generische Testautomatisierungsarchitektur. Die ist natürlich ganz abstrakt gesehen der unterste Teil meiner Architektur. Natürlich kommen daran noch projektspezifische Themen dran, die bei meiner Architektur auch berücksichtigt werden müssen. Also es ist nicht nur das Generische, sondern auch das Projektspezifische. Und wie kann jetzt eine Automatisierungsarchitektur so aufgebaut werden, dass sie gut wartbar ist oder dass sie gut skaliert werden kann? Was für Aspekte spielen da noch eine Rolle? Wir sollten wiederverwendbare Komponenten schaffen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, bei einer Architektur auch Libraries bereitzustellen, die von meinem Framework benutzt werden können, die ich
nicht nur in einem Projekt, sondern auch in anderen Projekten einsetzen kann. Also ein klassisches Beispiel im Selenium-Umfeld wäre zum Beispiel eine Funktion, klick einen Button with Text. Auf der anderen Seite gibt es in vielen Frameworks Herausforderungen, die immer wieder angegangen werden müssen. Zum Beispiel, auch wieder Selenium als Beispiel genommen, ist es das Treiber-Handling. Das ist ein Thema, das bei der Architektur berücksichtigt werden muss, aber nicht von jedem Projekt selbst nochmal behandelt werden muss. Also es macht durchaus Sinn, wiederkehrende Komponenten auszulagern in generische Funktionen und dort übergreifend anzubieten. Zudem kommt auch projektintern, macht es Sinn, bei der Architektur darauf zu achten, nicht alle Elemente, alle ausführenden Aktionen mehrfach zu beschreiben. Das heißt, es sollte immer darauf geachtet werden, dass zum Beispiel Selektoren auf Elemente ausgelagert werden an einzelne Klassen, die dann wiederum von verschiedenen Schritten mehrfach aufgerufen werden können, dass, wenn es eine Änderung an der Seite gibt, wir diese Änderung nur an einer Stelle nachlegen müssen und nicht an mehreren. Was würdest du Entwicklern oder Testautomatisierern mitgeben wollen, die jetzt am Anfang vielleicht ein kleines Pilotprojekt entwickeln, die dann aber vielleicht langfristig planen, das auch zu skalieren? Worauf sollten die achten? Wir müssen bei der Skalierung natürlich auf zwei Themen achten. Einmal die Skalierbarkeit der Testfälle und die Skalierbarkeit der Ausführung. Bei der Skalierbarkeit der Testfälle müssen wir immer darauf achten, dass der Datenlayer getrennt von den Testschritten liegt. Es macht also keinen Sinn, hardcodierte User-Credentials in einen Testfall zu packen, weil ich diesen Testfall dann natürlich nicht mit mehreren Usern skalieren kann. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich muss das Framework oder die Testautomatisierungsarchitektur darauf ausgelegt sein, auch vertikal skalierbar zu sein. Das heißt, wir wollen einen Testfall nicht nur einmal ausführen können, sondern wir wollen ihn parallel in verschiedenen Browsern mit verschiedenen Versionen, mit verschiedenen Usern ausführen können. Auch das muss von Anfang an berücksichtigt werden. Gut, vielen Dank. Wie kann denn die Architektur dazu beitragen, dass Mitarbeiter mit verschiedenen Skill-Leveln mit einem Testautomatisierungs-Framework arbeiten können? Ein Ansatz dabei wäre zum Beispiel die Objektfindung und die Aktionen zu trennen. Es gibt Ansätze wie zum Beispiel Cucumber, oder ein Keyword-Driven-Ansatz, in dem wir auf der Testfallebene einen sehr abstrakten Testfall schreiben können. Das heißt, anstatt jedes Element einzeln anzusteuern, gibt es einen Testfall, der nennt sich DoLoginWithUser oder ein Testschritt. Auf dem Level ist es natürlich deutlich einfacher, auch mit wenig Programmierkenntnissen zu arbeiten. Währenddessen wir dann, wenn wir die Objekte oder die anzusteuernden Elemente und Aktionen von den Testfällen gelöst haben, können auf der unteren Ebene, um neue Elemente zu automatisieren oder neue Aktionen zu automatisieren, dort die Mitarbeiter mit mehr Erfahrung arbeiten. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich zum Beispiel Mitarbeiter habe, die jetzt ganz unterschiedliche Skills mitbringen, wie kann ich die Schichten der Architektur aufbauen, um die Schichten quasi an die Fähigkeiten der Mitarbeiter anzupassen? Aus meiner Erfahrung heraus hat es sich bewährt, in drei verschiedenen Schichten zu denken, zumindest bis zum Testfall. Und zwar in der untersten Ebene sollten wir rein Objekte definieren. Das heißt, wir nehmen ein Element, das angesteuert werden soll, machen die Objektauffindung, definieren wir in der untersten Schicht und tun die nach Pages aufteilen. Das heißt, ich habe eine Login-Page, ich habe eine Warenkorb-Page, ich habe eine Checkout-Page, in der rein die Elemente beschrieben werden. Das heißt, jedes Element, das durch die Automatisierung betrachtet wird, ist in diesen einzelnen Pages auffindbar. Darauf aufbauend würde ich eine Test-Schritt-Schicht setzen, in der wir quasi diesen Keyword-Driven-Ansatz etwas betrachten, indem wir die Aktionen auf verschiedene Elemente zu Testschritten zusammenfassen. Genauso wie ich einen manuellen Testfall schreiben würde, der nennt sich Logge ein mit einem User, würde ich hier eine DoLoginWithUser-Funktion schreiben, in der das User-Input-Field, das Passwort-Input-Field und der Anmelde-Button geklickt wird, um dort einen Schritt daraus zu machen. Und dieser Schritt wiederum oder diese Schritte aus verschiedenen Seiten, das heißt, ich habe eine Login-Step-Page, eine Warenkorb-Step-Page und eine Checkout-Step-Page oder nur Steps, würde ich wiederum dann in den Testfällen aufrufen. Das heißt, je nach Skill-Level könnte man quasi auch Mitarbeitern, die keine starken Programmierkenntnisse haben, nur die Steps und die Testcases an die Hand geben, sodass sie eigentlich nur noch bereits vorhandene Elemente aufrufen müssen und Aktionen drauf aufführen müssen und diese dann wiederum in einem Testfall aufrufen. Und die erfahrenen Mitarbeiter könnten unten drunter die Objektauffindung übernehmen.
Ja, eine Frage, die vielleicht auch gerade für junge Testautomatisierer sehr interessant ist. Wir haben ja im ISTQB sehr viele theoretische Modelle gelernt, unter anderem auch die generische Testarchitektur. Was würdest du sagen, wie relevant dieses Modell für die Praxis ist? Die Grundidee der generischen Testarchitektur ist sehr relevant. Und zwar unterscheidet diese in verschiedene Layer. Das ist genau dieses Konzept, was ich in der vorigen Frage eigentlich schon ein bisschen drauf eingegangen bin, dass wir die Test-Execution und die Testfälle voneinander trennen und auch einen Test-Daten-Layer haben. Das heißt, man sollte sich bewusst machen, dass nicht alle Sachen, also sowohl die Execution als auch die Testdaten im Testfall etwas verloren haben, sondern wir sollten hier modular denken und sollten darüber nachdenken, eine Schicht zu bauen, wo kriege ich meine Testdaten her? Eine Schicht, in der die Testfälle oder die Testschritte ausgeführt werden. Ein Layer, in dem die Testfälle an sich definiert sind. Und ganz oben drüber noch gibt es noch einen Layer, und das ist auch immer wichtig. Für jeden automatisierten Testfall sollte es auch eine manuelle Beschreibung geben. Und das ist der Test-Generation Layer nach ICQB, in dem quasi die Testfälle, die wir gecodet haben, auch als manuelle Testfälle vorliegen. Weil gerade mit der Anbindung an Jira-Test-Tools ist es ja auch möglich, seine Test-Execution wiederum zurückzuspielen an einen Testfall. Okay, also du hast ja eigentlich schon gesagt, wie der Aufbau einer Testautomatisierungsarchitektur aussehen sollte. An welchen Stellen, glaubst du denn, kann es dann vielleicht mal nicht ganz so klar sein, wo eine Funktionalität anzusiedeln ist? Ich glaube, das Problem ist, man hat natürlich sehr viele Funktionalitäten, die übergreifend sind. Also die Grundidee, die ich in meinen Automatisierungen verfolge, ist immer nach Page-Object-Driven Design zu gehen. Das heißt, für jede Seite auf einer Webseite schreibe ich eine eigene Klasse und in dieser Klasse sind die Objekte, die auf dieser Seite vorzufinden sind. Und teilweise kann das natürlich etwas schwammig sein, ob das jetzt wirklich in die eine Page gehört oder in die andere Page gehört. Und wir schreiben uns natürlich relativ viele Funktionen, die auch übergreifend sind. Klick einen Button Text wäre eine Beispielfunktion, die nicht direkt zuordnen ist. Da ist es sinnvoll, sich einfach eine, sagen wir, Grundfunktionssammlung zu schreiben in eine Base Page oder Common Steps, wie auch immer man das dann nennen möchte, um dort diese Funktionalitäten anzusehen. Ja, bezüglich der Schichten fällt mir noch die Frage ein, soll denn die Architektur jetzt auch verschiedene Anwendungsfelder wie Mobile-Testing, API-Testing oder Web-Oberflächentesting gemeinsam bedienen oder braucht man da eigentlich separate Architekturteile für? Das ist anwendungsspezifisch, würde ich sagen. Also es ist natürlich darauf zu achten, und da sind wir wieder von dem Thema von vorhin, dass Synergieeffekte ausgenutzt werden sollten. Habe ich also Testfälle, die zum Beispiel, ich habe eine API, über die kann ich Testdaten anlegen, dann macht es durchaus Sinn, dass im selben Framework, in dem auch meine Frontend-Tests sind, auch API-Tests anlegen, über die ich meine Testdaten anlegen kann. Ich kann diese Schnittstelle testen, kann dabei gleich Testdaten anlegen und kann diese Testdaten wiederum mit meinem Frontend-Test-Tool abgreifen und dadurch meine Testfälle generischer gestalten oder sagen wir mal selbstversorgend mit Testdaten gestalten. Für den Fall, dass ich keine Synergien habe, das heißt, ich habe vielleicht einen Daten-Microservice, der nur Daten publiziert, aber mit meinem Frontend im ersten Schicht nichts zu tun hat, dann macht es eher Sinn, diese Themen getrennt voneinander zu betrachten. Eine Frage noch zur Testpyramide. Wie könnte man die Architektur gestalten, sodass die Architektur es unterstützt, dass man zum Beispiel von der Ebene der UI-Tests hingeht zur Ebene der API-Tests? Also gerade wenn Synergieeffekte da sind und ich habe ein Web-Frontend mit einem Formular und das Formular akzeptiert gewisse Inputs. Ich habe aber auch in meinem selben Projekt den API-Teil dazu. Dann kann ich natürlich hier gucken, dass ich meine Frontend-Tests, ich muss nicht mehr jede Kombination auf dem Frontend austesten, sondern ich teste exemplarisch das Frontend und die Datenkombinationsmöglichkeiten, weil im Hintergrund sowieso nur die API angesprochen wird. Die verlagere ich in den API-Testfall rein. Und wenn ich natürlich ein Framework habe, wo von Anfang an darauf geachtet wurde, dass nicht nur der UI-Test, sondern auch der API-Test möglich ist, dann kann ich hier relativ leicht die Testdaten
Beschaffungen, die ja für den API-Test und für den UI-Test gleich sein können, einfach umlagern und meine Testfälle eher in den API-Layer reinstecken und nicht in den UI-Test-Layer. Welche Rolle spielt denn Open Source bei dem Thema Architekturen für Testautomatisierung? Einen sehr großen, würde ich sagen. Die Tester-Community wächst stetig. Es gibt immer mehr Open Source Frameworks am Markt, an denen man sich orientieren kann oder Inspiration holen kann. Und natürlich gibt es auch sehr, sehr viele Open Source Dependencies, die wir uns reinziehen können. Also gerade der Umgang mit zum Beispiel Shadow-Bäumen gibt es eine Open Source Library für. Das heißt, da können wir uns starke Unterstützung für unser Testautomatisierungsframework auch im Open Source Bereich holen. Eine Frage hätte ich noch zu der Vielfalt der Open Source Tools. Man hat ja im Moment so das Gefühl, jedes halbe Jahr kommt ein neues Tool raus. Da wäre meine Frage, sollte man da vielleicht eher den Klassikern vertrauen, wie zum Beispiel Selenium? Oder sollte man da quasi auf neuere Tools setzen? Ich bin immer der Meinung, man muss nicht jeden Trend mitmachen. Also Selenium als Beispiel, das ist der Volvo unter den Testautomatisierungsframeworks. Das holt man sich ins Haus, das funktioniert. Da ist eine riesengroße Community hinten dran. Das wird ständig gewartet und erweitert und damit kann man nichts falsch machen. Das heißt, wenn ich auf so ein großes Open Source Pferd wie Selenium setze, dann werde ich zumindest fast alle meine Anwendungsfälle abdecken können und ich kann mir sicher sein, dass dieses Framework auch in nächster Zeit nicht sterben wird. Nichtsdestotrotz macht es natürlich Sinn, die Augen offen zu halten. Man sollte gerade der Open Source Markt in der Testautomatisierung wächst momentan wirklich rasant und gerade da sollte man die Augen offen halten und sollte immer mal gucken, ob nicht irgendwas Neues, Cooles am Markt ist, was man vielleicht ja auch für Spezialfälle in seiner Testautomatisierung benutzen kann. Man muss sich ja nicht nur auf eine Technologie verschießen. Ist es dann nicht einfacher, letztlich die Architektur eines kommerziellen Anbieters zu verwenden und die eigene Testautomatisierung da nur anzubauen? Es kommt dabei ein bisschen auf den Anwendungsfall an. Nehmen wir große Testautomatisierungsframeworks wie Tosca oder Ranorex, die auf jeden Fall ihren Stellwert haben und man sollte diese nicht vernachlässigen. Allerdings ist es natürlich so, ich bewege mich dann im Kosmos des Anbieters. Und wenn ich einen Problemfall habe, der mit dem aktuellen Testautomatisierungstool nicht lösbar ist, dann bin ich gefangen, bis der kommerzielle Anbieter dafür eine Lösung anbietet. Im Open-Source-Bereich sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, selber das Tool zu erweitern. Selenium hat eine riesen Community. Ich kann jederzeit dort auch neue Verbesserungsvorschläge einbringen und kann in der nächsten Selenium-Version dann mit meiner Funktion weiterarbeiten oder einen Feature-Request stellen und dieser wird kostenlos bearbeitet. Auf der anderen Seite sind natürlich bei den meisten Open-Source-Tools die Lernkurve doch deutlich steiler. Die kommerziellen Tools bieten hier starke Unterstützung an, über die auch jemand mit wenig Programmierkenntnissen einen einfacheren Einstieg hat. Wie sieht's dann aus mit der Anbindung an ein Testmanagement-Tool wie zum Beispiel Jira, X-Ray? Das sollten wir natürlich auch immer von Anfang an betrachten. Es macht durchaus Sinn, gerade für die Rückverfolgbarkeit der Testfälle, diese auch in einem manuellen Tool darstellen zu können, wie zum Beispiel X-Ray. Deshalb müssen wir immer schauen, dass unsere Testautomatisierung in der Lage ist, seine Ergebnisse nicht nur in unserem Entwicklungsmikrokosmos zu publizieren. Also nehmen wir an, wir haben einen Jenkins, dort laufen automatisierte Testfälle und im Jenkins wird der Report abgelegt. Da liegt er gut, aber meistens nicht für das Management einsehbar. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass wir hier auch Testmanagement-Tools wie zum Beispiel Sefi anbinden, um unsere Testautomatisierungsläufe, Stabilität, Reports und alles drum und dran in diesen Tools darstellen zu können. Welche Besonderheiten kennzeichnen denn das eigene Testautomatisierungsframework von Getera, das Kuta-Framework? Wir haben mit Kuta versucht, die gängigen Probleme, die so gut wie jedes Testautomatisierungsframework hat, dem Benutzer abzunehmen. Das heißt, Kuta baut unten drunter auf Selenium auf. Selenium hat das Problem, dass zum Beispiel immer jedes Projekt muss mit den Webtreibern umgehen können. Das wird dem User abgenommen, das wird von Kuta gemacht. Genauso gibt es das Thema Reporting. Kuta hat ein eigenes Reporting, das kann angebunden werden. Genauso haben wir schon die Anbindung an Testmanagement-Tools und wir bieten gewisse Standardfunktionalitäten an. Das Ganze wird verpackt in eine Dependency, die kann der User sich reinholen und kann quasi dann modular
QTAF erweitern, um zum Beispiel ein X-Ray-Plugin, womit dann QTAF automatisch ans Testmanagement-Tool angeschlossen ist. Ja, wie ist denn dieses QTAF überhaupt entstanden und welche Erfahrungen sind in die Architektur eingeflossen? QTAF ist entstanden daher, dass wir als Consultings in viele Projekte reingekommen sind. Oft wird Selenium benutzt und immer wieder muss die gleiche Grundarchitektur aufgebaut werden. Deswegen war die Idee, dass wir quasi diese wiederkehrenden Tätigkeiten in ein Framework verpacken und dadurch den Einsatz beim Kunden beschleunigen können. Die Erfahrungen dabei sind eingeflossen sind von uns allen die Testautomatisierungserfahrung und die Probleme, die wir immer wieder beim Kunden spüren, dass wir die ihnen abnehmen und schon durch unser Framework lösen können. Wie sollte man den Auf- und Ausbau einer Architektur für Testautomatisierung denn organisieren? Also ganz am Anfang müssen natürlich erstmal die Anforderungen eingeholt werden. Wir müssen uns gucken, in welchem Umfeld sind wir unterwegs, wo soll denn unsere Testautomatisierung benutzt werden und welche Ansprüche haben wir in die Testautomatisierungsarchitektur. Danach müssen daraus Arbeitspakete abgeleitet werden, diese umgesetzt werden und dann muss ich mir genauso, wie es in einem Softwareprojekt auch ist, Stakeholder oder besser gesagt Testautomatisierer, die diese Testautomatisierungsarchitektur nutzen sollen, reinholen und muss diese in einem iterativen Prozess immer wieder befragen, ob das, was dort umgesetzt wurde, auch ihren Anforderungen genügt. Und dann muss die Architektur wachsen oder das Framework. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, eine Open-Source-Lösung zu nehmen für meine Testarchitektur, worauf sollte ich achten, damit das zum Erfolg führt? Wenn ich eine bereits bestehende Open-Source-Lösung nehme, dann sollte ich natürlich darauf achten, dass diese auch lebt. Also es macht keinen Sinn, dass ich mir ein Framework als Grundlage für meine Testautomatisierung wähle, in der seit 3 Jahren kein Commit mehr stattgefunden hat. Das heißt, es macht durchaus Sinn, hier auch auf die Aktivität des Frameworks zu achten. Genauso, wenn ich meine eigene Lösung als Open-Source vermarkten möchte, muss ich natürlich darauf achten, dass ich auch eine Community habe, die das mit mir treibt. Ja, ein Beispiel für so eine Open-Source-Architektur für Testautomatisierung ist ja Selenite. Hast du damit Erfahrung? Ja, Selenite ist ein Framework, das beruht auf Selenium. Hier sind die gängigen Themen, wie zum Beispiel das Auffinden von Objekten oder Elementen oder Prüfen von Elementen, in ein Framework verpackt worden, um den Benutzer gewisse Dinge abzunehmen. Auch ist der Browser, das Browser-Handling automatisch in Selenite. Von daher kann ich, wenn ich Selenite statt Selenium benutze, deutlich schneller meine Testautomatisierung aufziehen. Und sollte ich so ein Framework benutzen, wirkt sich das natürlich auch auf meine Architektur aus. Das heißt, zum Beispiel ein Driver-Handling, bei dem ich mir Gedanken machen muss, wenn ich ein Selenium-Framework nutze, das habe ich nicht, wenn ich Selenite nehme. Und das hat auch eine entsprechend große Community. Selenite hat eine entsprechend große Community. Da werden regelmäßig auch Updates veröffentlicht. Ich denke, alle 1 bis 2 Monate kommt eine neue Version mit neuen Funktionalitäten und das lebt das Framework. Bei der Wahl der Programmiersprache für unsere Testautomatisierungsarchitektur, was würdest du sagen, sollte man beachten, vor allen Dingen in Bezug auf die verwendete Programmiersprache für die Softwarelösung? Ich würde sagen, wir sollten uns dabei immer an die Softwareentwicklung anlehnen. Es macht keinen Sinn, dass mein Frontend im .NET-Bereich geschrieben ist oder meine Applikation im .NET-Bereich geschrieben ist und ich aber meine Testautomatisierung in Python schreibe. Das heißt, wir sollten da schauen, dass wir möglichst nah an der Software auch mit unserer Testautomatisierung liegen, um Synergien schaffen zu können. Der Vorteil dabei wäre, dass ich auch meinen Entwickler zum Beispiel in die Testautomatisierung abziehen kann, sollte dort nur dann Mann sein. Und natürlich können wir uns dann auch Unterstützung dabei holen. Ja, aber wie ist es jetzt zum Beispiel bei dem Robot-Framework? Das ist ja in Python geschrieben. Wenn ich jetzt eine Java-Anwendung habe, dann würdest du das also nicht empfehlen. Das kommt ein bisschen drauf an. Natürlich, wenn ich Testautomatisierer habe, die haben viel Erfahrung mit dem Robot-Framework, können aber kein Java, dann macht es absolut keinen Sinn, diese zu zwingen, ihre Testautomatisierung in einem anderen Tool, in einer Programmiersprache, die sie nicht können, zu entwickeln. Wenn ich allerdings ein Framework habe, das die gleiche Sprache abdecken kann wie meine Software, dann würde ich immer empfehlen, da in der gleichen Sprache unterwegs zu sein.
Wenn wir uns jetzt Schnittstellentests anschauen, zum Beispiel einfach das Testen von REST APIs, ist es da so entscheidend, in welcher Sprache das Backend geschrieben wurde, weil man ja zum Beispiel bei einem Schnittstellentest das ja meistens auch gar nicht mitbekommt. Nein, in dem Fall natürlich nicht. Gerade im API-Bereich, wenn es REST ist, dann sollte ich natürlich schauen, in welcher Form die Entwickler ihre Tests ausführen. Da wäre ein gängiges Beispiel, ich habe eine Schnittstelle, für die gibt es sehr, sehr viele Tests von der Entwicklung schon, die in Postman geschrieben sind. Dann kann es durchaus Sinn machen, auch die einfach wieder zu verwenden, zu erweitern und dann über Newman auszuführen. Gerade auch, weil ich dann meine Testfälle, die ich in meine Postman-Tests reingeschrieben habe, zurück an die Entwicklung spielen kann und die Entwicklung kann diese schon auf während der Entwicklungsarbeit ausführen. Sollte ich da aber unabhängig sein, dann würde ich sagen, ist das Tool, womit man selber am besten arbeiten kann. Ja, ähnlich wie bei den Frameworks sehen wir auch in den letzten Jahren, dass es auch immer mehr Programmiersprachen gibt. Es gibt ja sehr moderne Programmiersprachen, wie zum Beispiel JavaScript mit der Node.js-Engine. Macht es Sinn, auf diese neuen Programmiersprachen zu wechseln oder sollte man dann eher auf die Klassiker wie zum Beispiel Java vertrauen? Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Gerade im Selenium-Umfeld, wo ich vielleicht viele Dependencies brauche, wo ich viel Unterstützung habe, weil ich arbeite mit Maven, ich habe einen guten Package-Manager, ich hole mir x Dependencies ein, die mein Framework braucht, dann kann es Sinn machen, auf einer altbewährten Sprache zu bleiben. Gerade wenn ich irgendwelche Sonderkonstellationen habe mit Nested Shadows oder was auch immer, ne, wo ich vielleicht keine Unterstützung in einer modernen Programmiersprache habe, macht es Sinn, auf eine altbewährte zu gehen. Für den Fall, dass ich eine komplett neue Testautomatisierung aufsetze und ich habe, alle meine Mitarbeiter haben Erfahrung in JavaScript und weniger in Java, dann kann ich natürlich auch an dieser Programmiersprache, solange mein Framework die Sprache unterstützt, mein Testautomatisierung aufziehen. Wovon, was ich allerdings nicht machen würde, weil ich nicht glaube, dass der Aufwand dort wirklich mehr bringend ist, gerade mit dem Thema Cloud, ist die Programmiersprache zu wechseln, wenn ich eine bestehende Testautomatisierungsarchitektur habe. Also von einem Java in ein Rust-Umfeld zu wechseln, nur weil Rust performanter ist, macht wahrscheinlich keinen Sinn, da ich immer noch meine Testfälle einfach skalieren kann, meine Ausführung parallelisieren kann. Ja, Max, vielen Dank für deine Darstellung der Architekturen für Testautomatisierung. Was hältst du denn von dem Seminar, von dem ISTQB-Seminar Test Automation Engineer? Würdest du das empfehlen? Ist es praxisrelevant? Du hast wahrscheinlich selber auch schon besucht, nehme ich mal an. Genau, also ich habe auch diesen Kurs genießen dürfen. Der war für mich von den ICQB-Kursen her der sinnvollste. Wir haben relativ viele Dinge, die doch praxisrelevant sind. Es wird sensibilisiert für wichtige Themen, wie zum Beispiel eine generische Testautomatisierungsarchitektur oder allgemein, dass es eine Testautomatisierungsarchitektur geben sollte. Dort werden auch nochmal Themen angesprochen, wie eben die Tatsache, dass wir mit der Programmiersprache nah an der Entwicklung liegen sollten. Also ich denke, da sind sehr viele, der ist doch schon eher aus der Praxis heraus gewachsen und ist durchaus zu empfehlen. Ja, meine persönlichen Erfahrungen mit dem Test Automation Engineer ist auch, dass er deutlich praxisrelevanter ist als zum Beispiel andere ISTQB-Kurse. Das Foundation-Level behandelt ja meistens eher theoretische Begriffe und der Vorteil von dem Test Automation Engineer ist doch, dass man das Wissen häufiger doch sehr schnell in der Praxis einsetzen kann. Ja, da ist es natürlich gut, wenn man darauf hinweisen kann, dass die Kitera auch dieses Seminar anbietet und auch einen sehr praxiserfahrenen Referenten da hat, den Richard Seidel, der hier auch schon Webinaren aufgetreten ist. Lieber Max, vielen Dank für deine umfangreichen Ausführungen zum Thema. Schön, dass du bei uns warst. Ja, auch von meiner Seite nochmal danke. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Ja, dann danke auch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge der Agile Testbar.